Die Kinder und Jugendlichen in Duisburg-Marxloh haben Potenzial. Davon sind ihre Lehrer und Schulleiter überzeugt. Die Schüler kommen überwiegend aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien mit besonderen Schwierigkeiten. Deshalb wollen die Schulen ihre Schützlinge noch besser unterstützen. Das Land und die Wübben-Stiftung haben heute mit der Stadt eine Vereinbarung dazu unterschrieben für die Kinder von Marxloh. Auftakt für eine besondere Bildungsoffensive und eine besondere Klasse. Diese Grundschüler haben ihr Stück mit dem Klavierfestival Ruhr erarbeitet. Ein Beispiel für eine gelungene Kooperation und ein echtes Erfolgserlebnis für die Kinder. Die stehen da mit so einer Selbstverständlichkeit und die machen das so toll. Und wenn die hinterher den Applaus dafür bekommen und auch von uns die Anerkennung, zum Teil eben auch von den Eltern, merken wir, wie die innerlich wachsen und sich zutrauen, sich auf Lernprozesse einzulassen. Mehr solcher Kunst- und Kulturprojekte wünschen sich die Schulleiter von 5 Grund- und weiterführenden Schulen in Marxloh. Das Ziel: bessere Chancen für ihre Schüler durch höhere Schulabschlüsse. Die Kinder in Marxloh sind Flüchtlingskinder, in der Regel, oder Zuwanderer aus Südosteuropa. Die sind oft sprachlich noch gar nicht so weit. Das heißt, wir brauchen die Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Es gibt jetzt die Idee, im Übergang zu gucken, wo sind die Schülerinnen und Schüler, die sprachliche Hilfe brauchen. Ganz wichtig für die Kinder: die deutsche Sprache lernen. Dafür wollen die Schulen Lehrer austauschen, auch stärker mit Eltern und sozialen Zentren zusammenarbeiten. Denn gerade viele Zuwandererfamilien in Duisburg-Marxloh haben nur eine geringe Bildung. Junge Menschen mit guter Bildung kommen besser in den Arbeitsmarkt, haben bessere Chancen in jeder Lebenssituation und werden dadurch auch das Image der Stadt Duisburg und auch von Marxloh deutlich verbessern. Da sind wir felsenfest von überzeugt. Mit der Unterschrift geht es offiziell los. Stadtschulministerium und Wübben-Stiftung engagieren sich jetzt gemeinsam für Marxloh. Die Stiftung finanziert das Projekt für die kommenden 5 Jahre mit etwa 500.000 Euro. Ein Modell auch für andere Städte. Das ist auch angedacht, dass wir das als Vorzeigeprojekt nehmen, nachher für andere Stadtteile, die auch besondere soziale Herausforderungen haben. Also es betrifft nicht nur Duisburg-Marxloh, aber davon versprechen wir uns sehr viel. Und deswegen haben wir natürlich auch intensiv in den vergangenen Monaten hier als Ministerium daran gearbeitet, dass es zu dieser Kooperationsvereinbarung mit den weiteren Folgen kommen wird. Die Kinder aus Marxloh sollen davon profitieren und künftig leichter durch das Leben tänzeln, mit mehr Bildung und besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt.